Zur gleichen Zeit kommt auch der Musikheadliner des Abends an der Venue an. Placebo. Während des Soundchecks testet auch Sänger Brian seine Laufstegqualitäten. Das allerdings ist nicht der Grund, warum die Band das letzte Konzert vor ihrer Kreativpause gerade hier gibt. Ich bin zu klein zum Modeln. Es ist schön, sich die Models anzuschauen. Er trägt Vivian Westwood. Stevie trägt Kyanamoto. Das ist von Christian Dior. Ich glaube, diese Show passt einfach zu unserem Lifestyle. It's very nice to be son. Es ist echt toll, den ganzen Tag von Topmodels umgeben zu sein. Ich glaube, die meisten Leute würden das mögen. Das ist ein ziemlicher Augenschmaus. Wo auch Placebo sich inzwischen dem Blitzlichtgewitter stellen. Nicht ohne festzustellen, dass diese Auslegware eine ganz besondere ist. Das ist der kleinste rote Teppich, den ich jemals gesehen habe. Aber Größe ist doch nicht alles. Stimmt, kommt drauf an, was du darauf machst. Richtig, Brian. Denn gerade auf so einem Designerteppich ist alles. Bei den vielen interessanten jungen Designern, die schönste Überraschung für mich bei dem ganzen heutigen Abend war, als ich gehört habe, dass Placebo hier spielen. Zeit für Teil 2 des Abends. Placebo live. Die Menge tobt. Placebo schmettert Hit auf Hit. Alles läuft glatt. Bis plötzlich... Wir hatten während der Show einige technische Probleme. Aber das machte das Ganze irgendwie punkrockig. Wenn etwas schief läuft, musst du es einfach mit Humor nehmen, um mit dem Stress, der dadurch entsteht, klarzukommen. Aber ich hätte mir einfach gewünscht, dass die neue Gitarre, die mir gegeben wurde, auch angeschlossen gewesen wäre. Das hätte es einfacher gemacht. Ich habe dann die ganze Zeit zu Steve gewinkt. Hör auf, aber er hatte die Augen zu und hat einfach weitergemacht. Doch anarchische Pannen wie stumme Gitarren sind nun mal Berufsrisiko, auch bei Perfektionisten. Das ist eben das Kreuz, das du zu tragen hast. Als Musiker ist man einfach der härteste Kritiker seiner eigenen Arbeit und seiner Performance. Es ist schon hart. Ja, es ist hart. Aber als Entschädigung darf sogar ein Brian Molko mal über den Laufsteg. Ich habe erst gar nicht gesehen, dass da Leute auf dem Catwalk sitzen. Ich dachte nur, geht mir aus dem Weg. Im Publikum merkt man von den technischen Problemen der Band nicht viel. Aber Placebo wollen ein perfektes Konzert abliefern. Und wenn das nicht geht, sind sie sauer. Trotz gelungener Sprünge über den Catwalk und tausender Placebo-höriger Tanzmütiger entlädt sich zum Ende des Konzerts eine gewisse negative Energie. Wenn wir unser Equipment kaputt machen, dann nur, weil wir richtig frustriert sind. Es ist einfach wichtig für uns, dass wir eine gute Show abliefern und unser Bestes geben. Und wenn etwas schief geht, dann bricht es uns das Herz. Also lassen wir unseren Frust lieber an unserem Eigentum ab, statt am Publikum. Dann hast du dich abgeregt und kannst entspannen. Dies ist der Höhepunkt einer wohlproportionierten,
aufregenden und schweißtreibenden Nacht. Designerama 2004 hat uns gezeigt, dass Berlin sich auch modetechnisch nicht hinter London, Mailand oder Paris zu verstecken braucht. Dass kleine Männer und gestandene Schauspielerinnen eine gute Figur auf dem Laufsteg machen und dass selbst über 2 Dutzend gut und leicht bekleidete Damen vom besten Rockkonzert des Jahres getoppt werden können.